Auf geht's, Männer! Kapitän und Torwart Hendrik Bohnmann gibt das Motto vor für die Würzburger Kickers im Heimspiel gegen Viktoria Berlin. Ein Sieg muss her. Nichts anderes als ein Sieg zählt für Ralf Santelli und seine Mannschaft. Bei einem Remis oder einer Niederlage steht der Abstieg fest. Trotzdem verhaltener Beginn am Dallenberg. Die roten Würzburger in der 28. Minute erst mit der ersten Torannäherung. Der ehemalige Cottbusser Leon Schneider hier mit dieser Möglichkeit, aber nicht ganz Flanke, nicht ganz Schuss und deswegen auch nicht ganz gefährlich. 5 Minuten später die erste Anmeldung der Berliner. Abspielfehler im Aufbau von Sané. Davon gab es einige im ersten Durchgang bei Würzburg. Evina wollte das nutzen. Hier mit diesem Abschluss in Minute 33. Und wir sehen in der Zeitlupe, der war noch leicht abgefälscht von Lars Dietz. Das war auch wichtig. 5 Minuten noch bis zur Halbzeitpause. Jetzt mal schön rausgespielt von den Würzburger Kickers. Wieder Leon Schneider unterwegs und diesmal ist die Hereingabe besser, findet Stefaniak. Abgeblockt und dann Robert Herrmann. Aber er scheitert an Sprint, dem Keeper der Viktoria. Den ersten Schuss von Stefaniak hatte Pinkert abgeblockt und dann die Fußabwehr von Sprint. 0:0 zur Halbzeitpause unter den Augen von Michael Schiele, der Ex-Coach der Würzburger Kickers, heute im Stadion, genießt immer noch großes Ansehen bei den Kickers. Hatte sie ja vor 2 Jahren in die zweite Liga geführt, musste dann früh gehen und schaute jetzt dabei zu, wie die Kickers versuchten, nicht in die Regionalliga abzusteigen. Die erste Möglichkeit im zweiten Durchgang nach 62 Minuten. Zuerst scheiterte Graulich, weil wie immer irgendein Berliner Fuß dazwischen war. Der Nachschuss von Strodig dann klar über den Kasten. 67. Minute und aufgepasst, jetzt wird's knifflig. Gut vorgetragener Angriff der Kickers, dann hat Ese eigentlich alles im Griff, aber Weidner holt sich die Kugel und geht dann zu Boden. Schiedsrichter Robin Braun sagt, Elfmeter für die Kickers Würzburg. Hier der leichte Schubser von Weidner reicht mir nicht für ein Foulspiel und dann schiebt Ese den Fuß raus und Weidner fällt drüber. Für mich eine vertretbare Elfmeterentscheidung. 68. Minute, also die Chance für Saliou Sané und er machte das 1:0. Das wichtige 1:0 in diesem Do-or-Die-Spiel für die Kickers aus Würzburg. 28 Saisontore hatten sie erst auf dem Konto vor dieser Partie gegen Farad Tokus. Berliner jetzt also Nummer 29, nicht aus dem Spiel heraus, sondern vom Punkt. Aber die Kickers jetzt angestachelt. 10 Minuten später die Hereingabe von Kopacz und Robert Herrmann mit seinem 4. Saisontor zum 2:0. Der Bann war jetzt gebrochen in diesem Entscheidungsspiel für die Würzburger Kickers. Stefaniak mit der Übersicht, Kopacz mit der perfekten Hereingabe. Der eingewechselte Poirier verpasst, aber Robert Herrmann ist am zweiten Pfosten zur Stelle. Berlin fiel jetzt so ein bisschen auseinander und bei Würzburg klappte auf einmal alles. Die Ecke zunächst abgewehrt, aber es gibt die zweite Möglichkeit für Stefaniak. Der flankt hier nicht einfach blind, sondern geht zur Grundlinie. Eigentlich perfekt, nicht nur eigentlich. Poirier, 3:0, 81. Minute. 7. Saisontor für Marvin Poirier und der Endstand in dieser Partie. 3:0 schlagen die Würzburger Kickers Viktoria Berlin. Sie mussten gewinnen und sie haben gewonnen. Die minimale Chance auf den Klassenerhalt. Sie lebt. Wir haben vor dem Spiel schon gesagt, wir wollen so lange wie möglich spannend halten. Am besten bis zum letzten Spieltag. Jetzt schauen wir einfach von Spiel zu Spiel und wollen versuchen, die ganze Spiele zu gewinnen. Ja, ich meine, dass man nicht alle Spiele gewinnen kann, dass es jetzt eine Niederlage war gegen Konkurrenten. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass wir so die Situation, die wir hatten vorne, vielleicht nicht mit aller Überzeugung auch gemacht hätten. Da waren wir auch ein paar Mal vorne im Strafraum, aber da fehlte meiner Meinung nach auch ein bisschen die Überzeugung. Daran werden wir arbeiten und haben wir Samstag oder Freitagabend das nächste Spiel. Große Enttäuschung natürlich bei Viktoria Berlin. Sie stehen immer noch über dem Strich, aber sie haben es jetzt nicht mehr selbst in der Hand, in der Liga zu bleiben. Auch die Würzburger Kickers nicht, aber die haben jetzt natürlich etwas Rückenwind nach diesem 3:0 Heimerfolg. Alle Spiele live, nur beim Magenta Sport.